Ja, herzlich willkommen, mein Name ist JSOC303. Heute gibt es ein neues Video zur Mod-Schule. Und zwar geht es ein bisschen auch noch um den Bonusschaden wie im ersten Video. Und wir unterscheiden heute zwischen offensiven Mods und defensiven Mods. Also ich habe den Begriff gewählt, ich weiß nicht, ob den Bungie wählt. Ja, hier, mit dem Exo könnt ihr euch auch mal merken. So, springen wir direkt mal rein. Was will uns der Autor damit sagen? Ja, eine Menge. Aber bevor ich damit anfange, würde ich erstmal ein großes Danke an euch ausrichten, weil ich habe über 3400 Aufrufe, über 50 oder 60 neue Abonnenten und so weiter und es steigt täglich. Also ich bin voll durch die Decke mit dem ersten Video gegangen und da wollte ich einfach mal ein dickes Danke loswerden und der Applaus ist für euch. So, wir steigen mal ein. Folgendes, wir sind wieder in meinem Testsektor hier. Ist nicht meiner, aber ihr wisst ja, wie ich es meine. Und zwar, wie können wir denn die Quellen der Macht, was ich das letzte Mal angesprochen hatte, mit dem Stacking auf Bonusschaden exakt nutzen, ohne sowas zu machen? Also, ich hatte ja erklärt, entweder mit der Granate, ja, fällt eine Quelle raus. Und dann könnte ich hier den Schaden haben. Ich habe es jetzt mal begrenzt auf die 10 Sekunden, habe keine Ausdehnung drin, gar nichts. Man sieht es ja, Bonusschaden. Habe auch keine Solarwaffen drin. Wie können wir, also das wäre eine offensive Mod, aber dazu komme ich gleich. Wie können wir das nur machen, dass wir das irgendwie zeitlich genau strategisch ansetzen? Zum Beispiel beim Bosskampf. Zeige ich euch. Und zwar folgendermaßen. Ich habe ja den Brunnen hier. Den Kollege Brunnen. Ist ja wunderbar. Der Rest interessiert erstmal nicht. Und dann habe ich eine spezielle Mod drauf. Pass mal auf jetzt. Und da passiert Folgendes. Und ihr seht schon hier, diese Stasis. Was will denn der schon wieder? Was hat der JSOC schon wieder gedacht? Folgendermaßen. Ist ganz wichtig, weil wenn ihr einen Hunter oder von mir aus auch einen Warlock oder einen Titan mit habt, dann sagen wir mal, hier steht der Boss. Ja? Wir spinnen einfach mal. Und ich kann hiermit, jetzt hört genau zu, 3 Stasisquellen, ohne dass ich jemanden umbringen muss dafür. Ich sag's mal so, wie es ist. Einfach spawnen lassen. Und damit könnte ich dann Stasis, ja, Subklassen, einen 30 Sekunden Boost maximal für Damage noch zusätzlich verleihen. Das klingt alles so verwirrend, ne? Aber wir gehen das gleich Schritt für Schritt durch und warum das eigentlich nur für Leute ist, die eine gruppenübergreifende Synergie für notwendig halten. Ich bin der Meinung, dass das mehr kommen müsste bei Bungie und Co. Aber ihr wisst ja, wie das läuft. Also, wie funktioniert das? Es funktioniert folgendermaßen. Das ist der Brunnen, wie erwähnt. Wir haben heute wieder mal eine Stasis-Mod. Ich kann nichts dafür. Und zwar nennt sie sich überlegener Quellenschöpfer. Das Aktivieren deiner Super erzeugt 3 Stasis-Elementarquellen in deiner Nähe. Gilt nicht im Schmelztiegel, nicht in den Prüfungen oder im Eisenbanner. Also rein eigentlich PvE. So, wie kann man es denn jetzt strategisch nutzen? Sag mal, euer Kollege, eure Kollegin, eure Fireteam-Mitglieder haben Quelle der Macht, wie in meinem ersten Video erklärt, sagen wir mal 4-mal drin. Mit der Zeitausdehnung, die auch angesprochen wurde, muss ich heute nicht nochmal machen. Das könnt ihr euch im ersten Video nochmal angucken. Und der steht jetzt neben euch oder beide stehen neben euch. Ja, ich habe das jetzt nicht hier als Beispiel, das werde ich später vielleicht mal machen, damit man es wirklich mal live sieht. Also hier stehen eure Kollegen und da hinten ist zum Beispiel der Dungeon Boss oder ein anderer. Der kann auch beweglich sein, das spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn ich dann meinen Brunnen mache und habe 3 Stasisquellen zu der Zeit, die ich persönlich bestimme, dann können die Kollegen die aufnehmen, die das gestackt haben mit Quelle der Macht und haben, wenn sie einen Stasis-Raketenwerfer, ich gebe nachher mal noch einen Tipp, welcher gut ist, volles Rohr, 30 Sekunden Multi-Damage oder sagen wir mal besser Bonus-Damage auf den Boss. Warum ist das überhaupt relevant für eine Strategie und so weiter? Also, im ersten Video habe ich ja erklärt, und jetzt kommen wir zu dem Thema offensiv und defensiv. Eine offensive Mod erfordert immer eine Art Angriffsverhalten. Also das heißt, ich gehe hier hin, ich muss eine Granate nehmen oder den Bonkhammer beim Titan, um eine Quelle zu erzeugen. Ja? Das geschieht natürlich entweder, guck genau hin, mit Elementarnachschub, das haben wir ja schon besprochen, durch eine Granate oder Nahkampf wäre der Nahkampfquellenschöpfer. Das heißt, offensiv, so kann ich es mir besser merken,
bedeutet immer, ich muss eine Aktion vorausgesetzt sehen. Ja, soweit verstanden. Was ihr hier seht, oder was ich hier erkläre, mein Gott, da fehlen mir schon die Worte, ist einfach nur geil deswegen, weil sehr viele natürlich mit dem Warlock unterwegs sind und sich dann manchmal gewundert haben, hä, wieso hat denn der Stasisquellen erzeugt? Zumindest ging es mir manchmal so. Natürlich ist die Mod schon länger bekannt, etc. pp. Aber meine Videos sollen sich ja an alle richten und es gibt sehr viele Neuzugänge oder Leute, die vielleicht nur mal einen Tag spielen im Monat oder so. Und wir gehören doch alle einer Community an. Also von daher sehe ich es eigentlich als wichtig an, dass wir alle ansprechen. Und vielleicht gibt es ja auch für den einen oder anderen mal so einen kleinen Profi-Tipp, sage ich jetzt mal. Also das heißt, ich mache mal eben den Brunnen voll. Wir erzeugen 3 Stasisquellen ohne, also defensiv, ohne ein Zutun von außen. Ja, also hier nochmal zu sehen. Die springen raus, seht ihr ja, es sind 3, man sieht es nur nicht genau. Ja, und dann könnt ihr loslegen. Und jetzt stelle man sich mal vor, hier die Wyverns, die wären jetzt der, ja, passt ja eigentlich für den Dungeon Boss, ja. Und dann hast du dann den Übertrag von 30 Sekunden drauf und das vielleicht aufs gesamte Fireteam oder zumindest auf beide. Im Raid ist es natürlich noch geiler, nur da musst du genau timen. Das geht ganz gut bei Kingsfall, denke ich. Und ja, bei Arteon, wenn dann einer einen Brunnen macht und jemand auf Stasis-Fokus ist, also hier, ja, der Kollege muss natürlich einen Stasis-Fokus haben. Dann haut er sich Quelle der Macht rein, 3-4 Mal, Zeitausdehnung drauf. Und ihr könnt dann als, ich sag mal, defensives Mitglied, ja, ihr seid ja so eine Art Unterstützerrolle mit dem Warlock, manchmal auch nicht, dann seid ihr sehr offensiv, aber in dem Fall defensiv. Soweit verstanden? Noch nicht? Kein Problem. Wir gehen gleich nochmal in den Skillbaum rein. Hätte ich fast gesagt, hier gibt es ja gar keinen. Aber wichtig ist dabei wirklich zu wissen, dass man erstmal versteht, offensiv muss immer eine Tat voraussetzen, defensiv überhaupt nicht. Und der überlegene Quellenschöpfer ist halt aus meiner Sicht eine defensive Mod, die einfach irgendwas macht im Gegensatz, naja, zu der Zeitausdehnung. Die Zeitausdehnung verlängert das zwar auch, es ist eine neutrale Mod, würde ich mal dann in dem Fall sagen. Defensiv aus meiner Sicht bedeutet, wenn ich jetzt einen Brunnen mache, ist das ja meine Entscheidung, nutze dazu aber keinen Feind. Ja? Der Vorteil ist, wenn ihr zum Beispiel Palmyra B habt, gecraftet habt, ich habe das nur mal aus Testgründen gestern gemacht, weil ich muss mir noch die nächtliche Störung oder Bump in the Night auf Englisch holen. Weil die momentan mit dem Chill-Clip, und das ist noch ein kleiner Tipp am Rande, da werde ich ein extra Video zu machen. Danke an Above an der Stelle, der hat nämlich ein super DPS-Video dafür gemacht, das habe ich gestern im Streamer gezeigt, dass ihr eigentlich, naja, damit einhergehen könnt, weil das ist ja beides ein Stasis-Raketenwerfer, ja, hier, und auch Bump in the Night ist ein Stasis-Raketenwerfer, und dann könnt ihr so viel, also Chill-Clip kann 4-mal gestackt werden. Und die haben das getestet mit, ich glaube, 4 Leuten aus dem Fireteam im Raid. Jeder hat 6 Raketen, also 24 insgesamt geschossen und dann war alles platt. Also das waren 4 Leute und da war noch nicht mal irgendwie was Besonderes dabei. Man hat noch nicht mal, ich glaube, hier Quellen der Macht gestackt. Also merkt euch das einfach mit den Mods, das ist wirklich sehr, sehr gut. Und ich empfehle das hier für den Warlock, wenn ihr im Fireteam seid. Und jemand anders, gerade der Hunter, hat ja ein richtig geiles Stasis-Super. Dann könnt ihr dem auf alle Stasis-Waffen, also in dem Fall hier die Stasis-Waffe oder die, gibt ja in allen Slots welche, könnt ihr richtig reinhauen. Sehr gut zu gebrauchen, am Ende nochmal erwähnt. Bei den Dungeon-Boss. Du stehst direkt vor der Tür. Ich kann das mal so zeigen. Ja, wir simulieren das mal. Hier ist die Tür, da hinten ist die Riesen-Wyvern, sag ich mal. Wir mögen sie ja alle oder ihn. Und dann stehst du hier und machst den Brunnen. Puff. Ja, hier ist der Brunnen. Und dann droppen die 3 Dinger raus. Und dein Kollege oder deine Kollegin mit dem anderen Kumpel stehen da. Und die können direkt timen. 30 Sekunden zusätzlicher, wie ich es im ersten Video gesagt hatte, Bonusschaden. Also, ich bedanke mich erstmal für den ganzen Support. Ich versuche das auch ein bisschen regelmäßiger zu machen. Vielleicht auch ein bisschen intensiver. Aber denkt immer dran, das ist kein Endgame-Build-Crafting oder sonst irgendwas, sondern ich erkläre so ein bisschen von meiner Seite her, was gruppenübergreifende, ich hatte es vorhin genannt, Synergien sind und welche Vorteile vor allem man davon hat. Oder zum Beispiel, wie letztens erwähnt, was man auch solo viel besser machen kann, zum Beispiel hier
mit dem Solo-Agenten-Demod, ja, dass man halt, oder hier mit der Kleve, das ist auch super, kann ich auch nochmal was zu sagen. Dann nehmt ihr das halt mit, die Mod, in eurem Klassending, das mal am Ende erwähnt. Und dann habt ihr halt zusätzlich, ja, müsst ihr halt ein bisschen gucken, dass ihr das hier rausnehmt. Weil es ist sehr kostspielig manchmal. Ja, und dann haut ihr die rein. Und dann guckt einfach mal, was links steht. Schadensbonus. Für immer. Ein kleiner, aber ist ja egal. Mit Lumina für einen Buff von, oder Debuff von 35% oder Traktorkanone kennt ihr ja schon. Lumina einfach nutzen, zwei Kollegen anschießen beim Bosskampf. 35% plus Schaden drauf, ja. Ist gar nicht mal so einfach, muss man ein bisschen üben. Oder halt mit einer Traktorkanone, zack, zack. Und dann hast du nochmal einen Debuff auf 35%. Und wenn du das alles zusammen kombinierst, fällt der Boss in der Regel schneller, als man gucken kann. Leute. Ich bedanke mich viel lieber an euch und drückt mir weiter die Daumen, weil das ist so ein bisschen mein erstes Fahrwasser, gerade auf YouTube und vor allem auf Twitch, da geht es momentan auch gut durch. Ja, was bleibt mir einfach zu sagen? Bleibt gesund, bis zum nächsten Modschule-Video. Der JSOG 303 ist raus, Freunde, und sag Tschüssi!